Standort Ingolstadt ist Business TV in Kooperation mit der IFG Ingolstadt, starker Partner der regionalen Wirtschaft. Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen bei Standort Ingolstadt, dem Wirtschaftsmagazin von INTV. Daseinsvorsorge, liebe Zuschauer, Daseinsvorsorge hat viele Gesichter. Dazu gehört unter anderem die Versorgung mit Trinkwasser. Dazu gehört die Entwässerung über die Kanalsysteme und dazu gehört die Abfallwirtschaft. In Ingolstadt sind dafür die Kommunalbetriebe zuständig. Eine Herausforderung, denn Ingolstadt wächst überproportional. 125.000 Einwohner sind es mittlerweile. Und dabei heißt es immer wieder, die Kapazitäten der Anlagen und der Arbeiten an die Anforderungen, an die neuen Anforderungen anpassen. Die thermische Verwertung spielt dabei immer noch eine große und entscheidende Rolle. Gut 1200 Grad Celsius. Da bleibt so gut wie nichts mehr übrig vom angelieferten Restmüll. Drei Ofenlinien sind rund um die Uhr in Betrieb in der Müllverwertungsanlage in Meiling. Eine der modernsten Anlagen Europas, ausgestattet mit einer Rauchgasanlage auf höchstem technischen Niveau. Anlagen wie die MVA Ingolstadt haben die Rolle übernommen in der Vergangenheit, die Abfälle so zu beseitigen und so zu verwerten, wie sie dem Gesetz, dem Abfallgesetz und der Deponieverordnung eigentlich entspricht. Das Einzugsgebiet geht weit über die Grenzen der Region hinaus. Bis aus Traunstein und Garmisch-Partenkirchen wird der Restmüll angeliefert. Vor allem gegen Ende der Woche sind die beiden Müllbunker bis unters Dach gefüllt. Material für das anlieferungsfreie Wochenende. Die Kapazitätsgrenze ist übers Jahr noch längst nicht erreicht. Trotz Mülltrennung reicht der Ertrag für eine zufriedenstellende Auslastung. Wir leben in einer sehr prosperierenden Region. Abfälle nehmen zu, nach wie vor. Es ist ein Wohlstandsfaktor, die Abfälle. Und die Kapazität wird wohl in Zukunft auch so bleiben. Doch schon die durchschnittlich 230.000 Jahrestonnen garantieren eine nachhaltige Verwertung. Längst ist die MVA auch der größte kommunale Energielieferant weit und breit. Sie produziert so viel Energie, dass wir im Prinzip alle privaten Haushalte mit Strom versorgen können. Darüber hinaus noch weite Gebiete der Industrie, des Handels, aber auch der privaten Haushalte mit Wärme. Wir haben einen sehr effizienten Prozess, das nennt man Kraft-Wärme-Kopplungsprozess. Das heißt, die Effizienz der Anlage ist sehr hoch. Trotzdem wird immer noch tonnenweise unbrennbares Material herausgefischt. Alteisen gehört eigentlich auch in das Aufgabengebiet der Kommunalbetriebe. Genauer gesagt zu den Fraktionen in der Problemmüllsammelstelle in der Hindemithstraße. Jedes abgelieferte Teil oder jeder Liter Flüssigkeit heißt auch das eigene Lebensumfeld entlasten. Es geht vom einfachen Elektroschrott an, es geht über Metallschrott bis hin zur eigentlichen Aufgabe einer Problemmüllsammelstelle. Das sind giftige Chemikalien, Lacke, alles was in dieser Richtung gefährlich ist. Auch abgelaufene Medikamente werden vorbeigebracht. Die gehören auf gar keinen Fall in Waschbecken und Toiletten, raten die Abfallberater. Denn viele Stoffe sind nicht biologisch abbaubar und belasten das Grundwasser. Deshalb lieber kindersicher verpacken und ab damit in den Restmüll. Die Problemmüllsammelstelle in der Hindemithstraße und die MVA in Meiling, nur zwei Stationen der Ingolstädter Abfallwirtschaft. Und die Abfallwirtschaft ist das tägliche Brot von Dr. Thomas Schweiger, Vorstand der Ingolstädter Kommunalbetriebe. Guten Abend. Guten Abend. Ja, die Abfallwirtschaft, die hat viele Komponenten. Gewisse Müllfraktionen holen ihre Leute vor der Haustür ab, andere auf Anfrage. Dann gibt es Glascontainer und dann gibt es eben ausgewählte Sammelstellen. Wie lässt sich diese Mammutaufgabe, die Abfallwirtschaft, tägliche immer wieder aufs Neue bewältigen? Ja, es ist wahrhaft eine Mammutaufgabe. Wir haben es mal gezählt. Wir reden von rund 2 Millionen Mülltonnen, die unsere Müllwerker, davon haben wir 50, die Fahrer gehören natürlich mit dazu und sonstiges Personal, das sich um die Abfallwirtschaft kümmert. Aber es sind 2 Millionen Bewegungen, die jedes Jahr hier stattfinden, um Tonnen zu leeren. Daneben, wie Sie es angesprochen haben, die Systeme außenrum, auch der gelbe Sack soll nicht vernachlässigt werden. Und das ist schon sehr, sehr viel an Logistik. Wir haben gut zu tun.
Das Trennen des Mülls ist das A und O. Wie schwer bzw. wie leicht machen es Ihnen die Ingolstädter, dass das mit dem Mülltrennen klappt und eben die Fraktionen, Sortenreihen in die Wiederverwertung zugeführt werden? Ja, es beruht auf Gegenseitigkeit. Auch wir haben die Systeme an die Ingolstädter gut anzupassen. Wir sind seit rund 15 Jahren Trennmeister in Bayern. Für mich das Ergebnis, die Systeme, die wir anbieten, werden in Bayern verglichen bestmöglich von den Ingolstädtern hier angenommen. Ingolstadt wächst, das haben wir vorhin schon gesagt, etwa 2000 Neubürger sind es in jedem Jahr. Und das heißt auch weitere Herausforderungen für Sie an die Fähr- und an die Entsorgung. Wo setzen Sie denn da die Schwerpunkte? Wir setzen die Schwerpunkte natürlich auf das Wachstum, auf die Effizienz unserer Fahrzeuge und Maschinen. Wir überplanen die Touren ständig. Wir schließen natürlich die neuen Baugebiete an. Wir gehen aber auch mit jeder beispielsweise Straßensanierung mit, um unsere Systeme in den Dimensionen anzupassen. Wesentlich ist, dass wir in den Neubaugebieten, wo es auch immer geht, das Niederschlagswasser aus den Kanalsystemen raushalten. Das ist die wichtigste Aufgabe in der Entwässerung aktuell. Wenn man die etwa 2000 Neubürger ansieht, das sind sehr viele junge Leute, die in der Industrie arbeiten, die hoch ausgebildet sind. Fließen diese demografischen Zahlen in Ihre Planungen ein? Wie sieht das aus? Ja, in die Planungen, in die Systeme fließt das Ganze sicherlich mit ein. Die Menschen sind heute zusehends mehr von Job oder von Ausbildung gefordert, haben weniger Zeit für so Dinge wie Daseinsvorsorge. Wasser hat aus der Leitung zu kommen, wie Strom aus der Steckdose und Ähnliches. Und insofern erhöhen wir unser Serviceangebot. Gutes Beispiel die Mautstraße, die alle unsere Erwartungen übertroffen hat im Annahmegrad. Aber auch in den Online-Diensten verbessern wir uns ständig. Das wird zusehends gefragt. Und so passen wir eben weitestgehend oder soweit es möglich ist, unsere Systeme dem demografischen Wandel und dem Wachstum der Stadt auch an. Kommen wir nochmal zum Kanalnetz. Das wird ständig ertüchtigt und neue Kanalstrecken kommen hinzu. Das haben Sie auch eben noch gesagt. Welche Ziele verfolgen Sie denn in Sachen Entwässerung? Ja, oberstes Ziel ist Wasser, das nicht in den Kanal gehört, vom Kanal rauszuhalten, um die Kanaldimensionierung als solches immer wieder ausreichend zu halten. Und da ist es für uns wichtig, dass dort, wo man versickern kann, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die öffentliche Hand, Straßenflächen, öffentliche Flächen, versickern, das Wasser gar nicht erst in den Kanal geben. Natürlich kann auch Schmutzwasser raus und Grundwasserverunreinigung, also das dichte Kanalnetz ist für uns momentan das absolut Wichtigste. Und auf die geregelte Entwässerung, liebe Zuschauer, folgt die effektive Aufbereitung der Abwässer. Und die erfolgt in Ingolstadt in der zentralen Kläranlage in Meiling. Und auch dort heißt es regelmäßig, die Kapazitäten den Anforderungen anpassen. Eine saubere Unterwasserwelt schaffen und erhalten. So sehen Schüler der Grundschule Meiling die Aufgaben der zentralen Kläranlage. Auf einen Nenner gebracht werden hier die Abwässer, gereinigt und biologisch einwandfrei in die Donau geleitet. Ausgelegt ist die Anlage für 275.000 Bewohnereinheiten. Die Kapazitäten sind noch längst nicht erreicht, sagt der Werkleiter. Dank der Weitsicht der Gründer sind noch etliche Spielräume offen. Wir haben ungefähr noch 10 bis 15 Jahre vorsichtig kalkuliert mit dieser Kläranlage ausreichend Kapazitäten. Aber auch auf der Kläranlage werden viele Maßnahmen getroffen, Investitionen getätigt, damit wir auch durch bessere Reinigungsprozesse Kapazitäten frei bekommen. Zum Beispiel die Klärschlammtrocknung, ein Beispiel für die Kooperation mit der benachbarten Müllverwertung. Die liefert Abwärme und bekommt im Gegenzug das Trockenmaterial mit hohem Brennwert. In der Klärschlammtrocknung werden unsere Klärschlämme bis auf einen Rest Wassergehalt von ungefähr 8% heruntergetrocknet. Und dieses Granulat geben wir wiederum an die MVA, also an die Müllverwertung, zur thermischen Verwertung und bildet dort einen hervorragenden Brennstoff. Klärschlammtrocknung, biologische Wasseraufbereitung. Nur zwei Beispiele für das vielfältige Aufgabengebiet. Dementsprechend die fachliche Bandbreite der Mitarbeiter. Vom Ingenieur über den Laborleiter, Chemikant, Abwassertechnik, Arbeiter in Form von Elektriker und Maschinenschlosser. Und diese Ansammlung von Spezialisten ist wichtig, weil wir hier wie eine Insel sind im Stadtgebiet und sämtliche Prozesse selber abarbeiten müssen.
und das auch rund um die Uhr tun, an 365 Tagen im Jahr, damit sich der Abwasserkreislauf schließt und die Donau nachhaltig vor Schadstoffen verschont bleibt. Ja, immer mehr Spuren von Medikamenten in Abwasser. Herr Dr. Schweiger, Sie sind Chemiker. Wie gefährlich ist denn das für den Wasserkreislauf? Wir stellen, weil die Chemie immer mehr nachweisen kann, immer weiter runterkommt in den Nachweisgrenzen, natürlich die Reste des menschlichen Handelns mittlerweile überall fest. Das heißt, hormonell wirksame Substanzen als Beispiel oder sagen wir mal eins, die Antibabypille, finden Sie letztendlich überall in den Bächen, in den Flüssen. Der Umgang mit diesen Medikamenten ist entsprechend dann zu regeln, weil die Systeme, die das sammeln, die Kläranlage zum Beispiel, das nicht mehr zu 100% aufbereiten und rückhalten können. Die Substanzen wirken in geringsten Spuren. Das ist das Problem, das momentan gerade in der Medikamentenentsorgung ansteht. Also abgelaufene Medikamente, um Gottes Willen, nicht in die Toilettenspülung, sondern in den Restmüll? Ja, feste Medikamente werden thermisch verwertet, das weiß man in Ingolstadt, weil sie in der MVA verbrannt werden. Flüssige Medikamente, die dann noch in Glasflaschen sind, das entspricht nicht so dem normalen Entsorgungsweg, den man so gewohnt ist mittlerweile. Man leert eine Flasche aus und gibt das Glas in das Altglas oder in die Pfandrückgabe. Hier bitte nicht, geben Sie die Glasflasche mit dem flüssigen Inhalt in den Restmüll an der Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit welchen anderen Formen von unsachgemäßer Entsorgung haben Sie denn noch zu tun? Wir haben auch damit zu tun, dass ganz normale Fehlwürfe stattfinden. Sagen wir, es landet Schrott im Restmüll. Das fängt die MVA wieder ab. Soll nicht zur Regel werden, aber richtet jetzt nicht so den Schaden an. Wir haben Plastikmüll in Biotonnen, das richtet mehr Schaden an, weil es letztendlich die Qualität des Komposts ganz hinten vermindert. Fair- und Entsorgung, das sind Dienstleistungen der Daseinsvorsorge. Die NKW ist da quasi an der Gebührenfront. Alle Gebührenabrechnungen sind in einer Hand. Wie hat sich denn diese Praxis, die ja mit der Entstehung der NKW zusammenhängt, wie hat sich diese Praxis bewährt? Ich glaube, wir kommen hier ganz gut an bei den Bürgerinnen und Bürgern, das aus einer Hand, zwar mit Abschlägen übers Jahr abgezogen, aber einmal pro Jahr die komplette Übersicht über alle Gebührenarten und über Verbrauchsarten hier anzubieten. Das nehmen wir auch so wahr an den Kontaktzahlen, an den auch Beschwerdezahlen, wenn was nicht so passt, an unserem Serviceangebot. Ich glaube, das war eine ganz gute Einrichtung, diesen gemeinsamen Gebührenbescheid mit Gründung der INKB zu initiieren. Wenn man die Gebühren so anschaut und vergleicht mit anderen bayerischen Großstädten, wo liegt Ingolstadt da ungefähr? Da liegen wir teilweise sehr, sehr gut. Ich nehme mal das Wasser raus. Da gewinnen wir seit vielen Jahren den Wasserpreisvergleich in Deutschland. Gleichzeitig sind wir aber auch Best-Practice-Unternehmen in Bayern. Das heißt also, wir lassen nicht die Leitungen marode werden, um eine günstige Wassergebühr hier zu realisieren, sondern wir gehen mit unserer Aufgabe sorgsam um. In den anderen Bereichen liegen wir meistens so im oberen Drittel, also im günstigen Drittel, nicht im preisoberen Drittel, sodass wir uns hier in Summe ganz gut sehen lassen können. Trotzdem die Frage aller Fragen, lassen sich die Gebühren absehbar halten? Die Gebühren werden sich immer verändern. Es wird Gebührensenkungen geben, es wird Gebührenerhöhungen geben. Wichtig ist, dass wir eine möglichst glatten Gebührenverlauf hinbekommen wollen. Darum kalkulieren wir normalerweise in 4-Jahres-Zeitraum. 4 Jahre herrscht dann Gebührensicherheit. So werden wir es auch dieses Jahr wieder tun. Wir kalkulieren die Gebühren möglichst gemeinsam, um diesen Effekt alles aus einer Hand auch anbieten zu können. Es wirken nicht nur Personalkostensteigerungen durch Lohnsteigerung, Inflation und Ähnliches. Es wirken auch Dinge, die aus dem Kapitalmarkt kommen. Wenn Sie große Vermögenswerte finanzieren müssen, wirken auch Zinseffekte senkend wie erhöhend hinein. Und so rechnen wir heuer mit einer Senkung in der Abfallgebühr, mit einer konstanten Schmutzwassergebühr und mit Erhöhungen beim Trinkwasser. Das ist jetzt mal so der Ausblick auf die Verwaltungsratssitzung am 24. Juli. Ja, das sind an sich auch gute Nachrichten. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Dr. Schweiger, dass Sie bei uns waren. Ingolstadt und die NKB, das war das Thema der heutigen Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Standort Ingolstadt. Business TV in Zusammenarbeit mit der IFG Ingolstadt. Starker Partner der regionalen Wirtschaft.